Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Spiel mit Becky zu einer weiteren Folge von Transportfieber. Wir sind letztes Mal hier stehen geblieben bei unserer Ölquelle, beziehungsweise bei unserer Ölraffinerie. Die Ölquelle, die liegt nämlich hier vorne in der Nähe von Meschendorf bzw. Achtrup. Und wir werden nun hier eine Linie erstellen bis nach hier hinten, weil wir haben schon Züge, die sind relativ zügig unterwegs. Und die können wir jetzt eben ja, ausnutzen, um hier bessere, schnellere Züge installieren zu können. Ich mache das mal hier gerade wieder Plan da, dass da irgendwelche Kanten hervorsehen. Okay. Dann machen wir den sicherlich mal einen Zuganschluss, aber nicht dort, sondern mit den Sachen. Ja, so, was haben wir denn für Möglichkeiten? Kleiner Güterbahnhof. Wir haben hier noch nicht allzu viel. Kleiner Güterbahnhof ist natürlich eine Idee. Das brauche ich ja nicht. Und setzen den gleich hier hin. Machen hier mal... Oh, kleiner Güterbahnhof und den kann man hier nicht erweitern. Schon mal schlecht. Dann können wir eigentlich nur unseren Standardbahnhof verwenden. Wir können den mit Plus oder den wirklich Standard. Hat der mit Plus? Der kann hier nicht gebogen sein und der kann wahrscheinlich gebogen sein, ja. Muss er aber wahrscheinlich nicht. Geht auch mit... Nehmen wir da mal drei Tracks und auf 100, ja genau, auf die falsche Seite gebogen, wer hätte das gedacht. Eine kleine Kurve, denke ich, liegt noch drin und ihr seht, wir haben gerade noch Glück, es ist auch so noch dran. Vielleicht kann ich den, so viel. So wäre er auch noch. Machen wir das doch so. Machen wir noch andere Gleise, Oberleitung. So müsste es eigentlich funktionieren. Ah ja, an die Straße wie möglich. Da. Ja, das passt so. Dann düsen wir von da. Vielleicht gerade hier beim Berg durch. Oder oben durch. Ja, ja, da können wir oben durchgehen. Dann hier umfahren wir dieses Dorf. Da kann man da oben durchfahren. Hinter dem Berg durch. Wir machen ja einfach die Linie unnötig länger, aber es ist ja eigentlich egal. Mit Gütern kann man auch Geld machen, aber den Personenverkehr ist fast wichtiger, weil dort die Personen, die kommen immer Güter natürlich auch, aber ich würde mal die Hauptquelle beim Personenverkehr setzen. Da können wir wieder ausgleichen. Dass wir da ein bisschen einfacher arbeiten können. Und dann würde ich gleich hier den Bahnhof, da wird jetzt aber auch wieder spannend, würde gleich den gleichen verwenden, dieses Mal aber nicht mehr curved. Und dann irgendwie so, aber folgendes Thema, es ist zu extrem, was das Terrain belangt. Und hier zu extrem. Dann müssen wir hier vorne... Ah, ich könnte natürlich runtergehen da. Guck da mal, ob es da irgendwie funktioniert, wenn man das jetzt macht, dass er auf der Höhe bleibt. Da bin ich jetzt zu tief. Geht eben nach oben da. Jetzt bin ich massiv zu tief. Oh. Da habe ich jetzt da ein bisschen einen Bock geschossen. Okay, da muss ich das Ganze aufstocken. Nicht runter, sondern aufstocken. So, weg zu.
Oh, jetzt versuchen wir es nochmal. Jetzt sieht es wahrscheinlich fast ein bisschen. Nein, halt, ja nicht. Jetzt ist es wahrscheinlich auch zu hoch. Komme ich da nicht mehr runter? Okay, dann muss ich den hier wieder runtersetzen. Da. Vielleicht klappt es jetzt. Wir haben immer noch sehr hoche. Irgendwie, das stimmt hier vorne noch nicht. Also noch, aha, da ist, die Straße scheint das Problem zu sein. Ich kann die Straße natürlich auch gerade machen. Wir machen das jetzt auch so, wir machen hier diese Straße da. Machen wir ein bisschen gerader. Und zwar nehmen wir da natürlich schon eine eher neuere Autobahn. Ja, zum Arbeiten wahrscheinlich eher nicht. Aber wir nehmen diese hier. Genau. Gehen da direkt runter. Den Anschluss. Den hier noch. Wir haben immer noch deren Probleme. Aber wahrscheinlich liegt's an was. Okay, da kann ich jetzt auch noch. Oh, halt nicht runter. Jetzt muss ich eben nach. So, noch einmal. Irgendwann klappt es dann schon. Wo reklamiert er jetzt noch? Man sieht es halt eben nicht so genau. Ah, da sollte es passen. Ja, aber es verschiebt dann so immer. Jetzt mache ich da mal was an. Ja, so hinsetze. Geht's auch nicht. Okay, machen hier wirklich alles. Mal Plan, kann ich den noch größer machen? Das ist das Maximum, was ich da habe. Ja, kann ich da nichts tun? Ah, wieder mal den falschen erwischt. Mal klappt es noch nicht. Ja, er verschiebt mir das Ganze. Ich weiß ja nicht, wo jetzt das Problem genau liegt. Das sehe ich ja nicht. Kann sein, dass die ganze Tiere Passung stimmt nicht ganz. Ich muss da vielleicht nach oben gehen auch. Halt nicht eben nach oben. Mal so versuchen. Und immer noch. Weil jetzt sieht es schon besser aus, aber hier vorne noch nicht. Jetzt. Immer noch ein Problem. Irgendwo. Ich habe den normalen, nicht den Plus. Vielleicht einfach hier vorne. Vielleicht. Nein, hier vorne ist es eigentlich auch nicht. Hier vorne kann es eigentlich auch nicht sein. Irgendetwas stört ihn da noch. Die Frage ist jetzt halt wirklich was. Weil nach mir sieht es eigentlich gut aus. Ja, ich kann den einfach nicht setzen. Allgemein nicht. Den allgemein hier irgendwie nicht hinsetzen. Das denn? Terra-Angler. Daneben. Dann geht's. Aber der nicht. Der hat irgendwo ein Problem. Was liegt's? Ach, komisch, komisch, komisch. Ich verstehe es gerade nicht, warum er hier jetzt meckert überall. Ja, nein, es muss gehen. Es muss gehen. Also, wir haben es jetzt gerade hier bestätigt bekommen.
Aber hier scheint wirklich der Wurm drin zu sein. Hier oben geht's. Aber hier unten nicht, weil er irgendetwas anders anpassen muss. Okay, ich nehme da mal schnell die Straße da weg. Vielleicht ist er auch an der Straße. Weil das war es jetzt gerade nicht. Lassen Sie jetzt aber mal schnell weg. Das kann ich mal planen. In der Form, dass wir nochmals etwas rütteln können. Aber er will hier einfach kein Teil hinsetzen. Aus welchem Grund auch immer. Hier oben? Hier oben? Ja. Ich glaube, das Problem liegt immer noch hier hin. Nimm da nochmals weg. Halt weg. Vielleicht ist es wirklich nur dort. Tatsächlich. Tatsächlich, es war nur der Ort dort. Okay. Bisschen weiter weg hier. Dann kann ich nämlich die Straße auch wieder anschließen da. Sorry, an dir lag es nicht. Das war alleine das Problem von mir, vom Bau her. Okay, da haben wir Dreiergleis. Einer, der hier bringt und zwei, die abführen. Das ist schon mal schlecht. Da müssen wir 3 haben. Oder wir machen gleich 5 daraus. So. Alles klar. Herr Kommissar. Dann bleiben wir beim Äußeren. Der Äußere, den ziehen wir logischerweise nicht mit dem hier durch, sondern mit dem schnellen. Einmal quer bzw. gerade durch das Tunnel. Da nehmen wir halt eine normale Einfahrt und wir ziehen dich gerade hier entlang. Mal schnell gucken, wo ich da rauskomme. Nein, schön wäre hier oben. Dann kann ich hier um den Hügel rum. Um den Hügel rum, das machen wir so. Ich will aber kein Tunnel da haben. Jawohl, genau so. So stelle ich mir das in etwa vor. Dann kann ich den hier lang ziehen. Und dann wieder irgendwie von da runter gehen. Wird wahrscheinlich eine Brücke geben. Und hier, was machen wir denn da? Neue Brücken hinzugekommen. Ich knall da mal eine rein, in der Hoffnung, dass nichts passiert. Genau, ist auch nichts passiert. Doch jetzt, wow. Eine sehr schöne Brücke. Ich nehme aber gerne mal die hier. So, die ist nämlich so, wie soll ich sagen, für Güter gemacht. Die gefällt mir extrem gut. Gut, dann werden wir hier auch dran bleiben. Wir werden hier das Ganze aufschütten. Gerade runter. Ich meine, warum auch nicht? Kann man natürlich machen. Du fährst hier mit 258, musst ein bisschen auf die Bremse gehen. Okay, das macht ja nichts. Aber auch ein bisschen nach runter. Du bist schon. Okay, ja, dann bleiben wir so. Jetzt muss ich aber gucken, wo ich hin muss. Nach hier hinten. Wow, das gibt eine Mordslinie da. Nur mal. So, aber bitte kein Tunnel. Ja, genau. Ich will hier kein Tunnel. Ich will durch. Wird aber wahrscheinlich nicht der Fall sein. Doch, es wird gehen. Oben durch. Sehr gut. Dann kriegen wir hier wieder eine Brücke. Die lassen wir ebenfalls mit dieser laufen. Oh, riesig wird das Teil. Das Teil wird riesig. Aber gefällt mir noch. Hier hinten noch Wasser. Das wäre jetzt auch noch cool. Okay. Aber der Nachteil ist, die Brücke ist langsam.
Das hingegen ist jetzt ein bisschen doof. Was hier schon besser ist. Och. Da muss er auf die Bremse gehen wegen dieser Brücke. Das heißt für uns, den brechen wir nochmals ab. Tut mir leid, das geht nicht. Ich kann nicht mit dieser Brücke arbeiten, wenn ich hier dann Tempo verliere. Das will ich nicht. Dann nehmen wir halt einfach, wie die eben diese 300 auch fahren könnte. So, da kann ich dann noch schön machen. Hier, das sieht ganz extrem aus. Aber auch nicht so übel. Wenn man das hier auch noch so hinkriegt, dann gefällt es mir dann. Okay, also dann geht's hier lang. Abschluss möchte ich jetzt da völlig hinkriegen. Die Frage ist, ob wir hier alles aufschütten. Da, ich würde da gerne gerade. Jawohl, so. So möchte ich da gehen. Und dann gibt es hier auch Aufschütten, ganz klar. Und dann gibt es so etwas. Fällt mir sowieso nicht. Oh, ich habe ein bisschen gezogen da. Mal schnell schauen. Jetzt mache ich hier eine krumme Kurve. Hier noch eine Kurve rein. Aber so sieht es gut aus. Das gefällt mir. Und der Nachteil. Da wird das so etwas grob. Aber. Et voilà. Nein. Nee. Warum kann ich das überhaupt verbinden? Ist für mich jetzt auch fraglich, warum das zum Verbinden geht. Gut, also hier Plan machen. Das geht wohl nicht. Wir haben hier nichts getan. Ihr habt diesen Fehler nie gesehen, liebe Bevölkerung. So. Ja, das Verbindung. Nämlich an den richtigen. So, keine Brücke, nichts, nada. Ein bisschen erhöht das Ganze. Das können wir dann hier wieder dann Plan machen oder zumindest nicht so eckig. Ein bisschen höflicher aus. Modelle. Ja, manchmal ist es natürlich schön, wenn man da Überlappungen macht, aber das gibt natürlich alles viel, viel gröbere Aktionen und das hier möchte ich hier eigentlich noch nicht haben. Wir können natürlich schon später, gibt es schon mal irgendwie gewisse Sachen, weil das ist immer noch sehr einfach eigentlich. Weil wir haben eigentlich immer noch eine fast leere Map. Meine, wenn man dann da wirklich mal ja voll hat hier mit lauter Verbindungen, dann muss man irgendwann natürlich gucken, wo wir die Schienen verlegen und wo knallt es dann, wo muss ich wieder eine Brücke machen, will ich da in die andere Gleise reingehen und mit Signalen arbeiten und. Also, da geht es natürlich dann schon. Auch andere Themen und andere Herausforderungen, das ist auch klar. Man kann eigentlich beliebig Linien machen. Irgendwann geht es halt dann auch nicht mehr. Da muss man wieder mit den anderen Linien, sag mal so, kooperieren natürlich. Okay, also, aber diese Linie hat man, diese Curved-Variante hier hinten ist jetzt natürlich ein bisschen fehl am Platz. Ach ja, genau das will ich hier noch ein bisschen anpassen da. Und zwar in hier aufschütten. Oh. Ja, das gar nicht so extrem aussieht. Ja, und jetzt folgendermaßen ein bisschen ganz zu. Ja. Irgendetwas Schönes hier hinzukriegen. Tsch.
schwierig, aber einigermaßen, ja. Na komm, wir machen es so. Dass es hier wirklich ein bisschen steiler aussieht. Hier mache ich dann eben Plan. Ja. Dass das Gleis eigentlich dann den Abgrund darstellt. Vielleicht kann ich hier nochmals ein bisschen Rehmer machen. Oh, und dann wieder ein bisschen gleichen. Spiel. Ah. Achso, so kann man es doch irgendwie ein bisschen leben lassen. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Okay, mit Bäumen natürlich sieht es auch nachher viel, viel anders aus. Das können wir nachher dann... Ach, hier haben wir auch noch. Es gibt halt dann schon ein bisschen Arbeit hier. Das Ganze zu verfeinern, dass hier nicht alles dann Ecken und Kanten versehen ist. Ah, da... Ja, der kleine reicht noch. Okay, und dann geht's ins Tunnel rein in Richtung der Ölraffinerie. Genau. Perfekt. Okay, das funktioniert. Weiter haben wir da nichts Besonderes. Wir können eigentlich auch diesen Tunnel hier, der können wir einspurig belassen. Irgendwo müssen wir die Ausfahrt haben. Drei Züge werden es schon sein wahrscheinlich. Zumindest mal zwei lange. Dann können wir hier solche Ausfahrtsteile machen, wo sie kreuzen können. So viel würde ich da nicht machen. Aber das würde ich machen. Das heißt, der zurückfährt, immer mal wieder ein Päuschen einlegt. Hier haben wir keine Möglichkeit. Sollen wir auch hier eine Möglichkeit machen? Dann gibt es vielleicht einen speziellen Abgrund noch einmal. Ich gucke, was da dabei rauskommt. Ja, so speziell wird er nicht. Im Gegenteil, er wird nochmals ein bisschen anders. Ah, da geht's steil. Ich mache hier auch den Abgrund noch dazu. Halt. Jawohl. So, hier bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Vielleicht kann ich das noch ein bisschen extremer darstellen. Vielleicht macht das dann eben nicht. Oh, falsch. Nicht erwischt. Ah. Nein, das hat nichts mit dem zu tun. Schade, aber... Ja, der Abgrund ist jetzt hier einfach extremer als da. Aber das können wir mit dem kleinsten Tool vielleicht dann wieder... Ja, genau, ihr seht's. Mit dem kleinen Tool hier. Wenn man... Dann kriegt man wieder diesen schönen Abgrund da. Ich werde das gleich so beibehalten, weil es sieht eben schon cool aus. Da und da. Ja. Perfekt. Und dann hier unten. Wieder ein bisschen glätten, dass hier nicht allzu extrem ist, aber dass man den Abgrund eigentlich merkt hier. Ah, das. Ja, das gefällt mir. Relativ gut. Okay, dann hier vorne, ja, da geht es wieder auf die Brücke und dann können wir hier auch wieder doppelspurig machen. Fahren wir da wieder raus hier, einer hohen Geschwindigkeit am besten. So, und jetzt sind wir auf der falschen Seite, super gemacht, aber das macht eigentlich nichts. Wir gehen da jetzt rein
Sehr gut. Und dann gibt es natürlich die Signale. Nehmen wir wieder dieses hier. So, dass sie eben hier zurückfahren. Dann mache ich auf der Gegenfahrbahn zur Sicherheit noch eines. Das wäre irgendwo da. Können wir hier und hier noch eins setzen. Ja, da sollten sich mal zwei wirklich beißen. Also sie sind gerade hintereinander. Dann hier die Möglichkeit und auch hier vorne machen wir das Ganze noch fertig. Und auf der anderen Ausweichspur ebenfalls. So. Und auch da. Ich meine, so lang sind ja die Wegen oder diese Züge wahrscheinlich auch nicht. Und hier vorne gibt es natürlich logischerweise keines mehr. Okay. Dann haben wir diese erste Linie gemacht. Das war jetzt schon mal eine Folge für eine Linie. Wow. Aber eben, es wird noch weitere solche dann geben. Schief wollte ich hier nicht. Ich wollte natürlich noch das Depot hier einrichten. Da ja, nehmen wir auch wieder so ein Standard-Depot. Nichts Verrücktes. So. Ja, das ist fast ein bisschen zu nahe. Zwei muss da kurz den hier auch machen. Den hier auch nach vorne ziehen. Nein, ich behalte. Ich habe hier irgendwie so keine Referenz. Ich brauche hier noch eine schlaue Referenz dazu und auch hier. Bin ich aber wahrscheinlich zu nahe, oder? Nein! Es klappt. So, und vielleicht der gleich neben auch noch. So, und der jetzt auch noch. Ah! Okay. Dann haben wir da ein bisschen etwas, was gewollt oder ungewollt ist, wie auch immer. Alles nach vorne ziehen. Das ist dann einfach leer. Dann kann ich den aber nicht. Ich zwei Spuren machen. Okay. 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 Wir haben da jetzt etwas, was wir wahrscheinlich nie brauchen werden. Aber wir können da dann auch wieder mit irgendwelchen Arbeitssachen das Ganze modifizieren. So, jetzt haben wir halt die äußerste Spur genommen, schlau gemacht natürlich mal wieder, einmal mehr. Können wir aber hier den Übergang klären und das hier so vereinbaren. Kommst du hier rein, von außen her betrachtet, keine Chance mehr. Müsstest du, ja, ich kann das nochmal ändern, dass wir ganz durchgehen, das wäre doch noch was. Dass sie von hier hinten ins Gleis kommen. Irgendwie. Boah, was für eine Kreuzung. Hier, ja. Hier, ja. Genau. Sehr schön. Geht in die Mitte. Gut, da hätte man natürlich auch anderes Gleis nehmen können. Okay, aber das hätte man soweit. Also dieser Anschluss ist gemacht. Man kann dann auch einen Zug aufsetzen, das geht auch schon, das würde alles funktionieren. Und jetzt geht's ans nächste ran, und zwar, dass wir dann hier noch das Ganze in die Städte bringen. Und da würde ich einfach mal einen nehmen, dass hier eine Verbindung steht und danach natürlich dann die Strecken ausbauen und dann jeweils auch die Züge dazu, so ein weiteres Vorgehen. Gut, die Zeit ist um. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mal wieder etwas anderes als Personenverbindungen zu bauen. Jetzt geht es wieder mal weiter ein bisschen mit den Gütern. Also, besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Packy. Bye, bye.